Röstzwiebelhackbraten. Zutaten für 6 Personen. 1 Kilogramm Porree, Lauch. 25 Gramm Butter-Margarine. 200 Gramm Sahne-Schmelzkäse. Salz. Pfeffer. 8 EL Paniermehl. 150 Milliliter Milch. Eine Zwiebel. Wo eine Knoblauchzehe. 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. 500 Gramm Schweinemett. Ein Ei, Größe M. 2 TL Senf. 100 Gramm Röstzwiebeln. Petersilie zum Garnieren. Fett für die Fettpfanne. Frischhaltefolie. Zubereitung. Porree putzen, waschen und in Ringe schneiden. Fett erhitzen und Porree darin unterrühren, ca. 5 Minuten andünsten. Käse unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und weitere ca. 5 Minuten köcheln. 2 Paniermehl und Milch verrühren und quellen lassen. Zwiebel und Knoblauch schälen. Und in feine Würfel schneiden. Hack, Mett, Zwiebel, Knoblauch, Ei, Paniermehl und Senf verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 2 Stü unbekanntes Zeichen KG-Folie auf der Arbeitsfläche auslegen, 40 x 40 cm, Hackteig darauf zu einem Quadrat, ca. 3 × 3 cm, ausbreiten. 1/3 des Porree-Gemüses auf die Mitte des Hackteiges verteilen. Mit Hilfe der Folie zu einer Rolle aufrollen und Hackteig gut zusammendrücken. Hackbraten in Röstzwiebeln wenden und auf die gefettete Fettpfanne legen. Im vorgeheizten Backofen, E-Herd, 175 Grad Celsius/Umluft, 15 Grad Celsius/Gas, Stufe 2, circa eine Stunde garen. Zwischendurch eventuell mit Alufolie abdecken. P4 Braten herausnehmen, kurz ruhen lassen. G. Gemüse aufwärmen. Braten in Scheiben schneiden. Den, mit dem Gemüse anrichten. Mit Petersilie. Garnieren. Dazu schmecken Salzkartoffeln. Platte, Sia, Tuch, Eblausen. Garnelen mit Wokgemüse. Und Glasnudeln, für 1 bis 2 Personen. Einkaufsliste. Eine Packung Costa Garnelen, eine rote Paprika, eine Karotte, 1/2 kleine Zucchini, 2 bis 3 Frühlingszwiebeln, eine kleine rote Kieliskote, 1/2 Glas Bambussprossen, 1/2 Glas Soja unbekanntes Zeichen Keimlinge, 1/2 Packung Glasnudeln, ca. 50 Gramm, 1 bis 2 EL Sesame, 4 bis 5 EL Sojasenke, 1/2 TL Sambal Oelek. Garnelen nach Anleitung auftauen. Paprika, Karotte und Zucchini waschen. Paprika entkernen und Karotte bei Bedarf schälen. Alles längs in feine Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln waschen und schräg in ca. 1 cm lange Stücke schneiden. Kieliskote halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Bambussprossen und Sojakeimlinge abtropfen lassen. Glasnudeln nach Packungsanleitung zubereiten. Sesame im Wok erhitzen, Karotten, Zucchini, Paprika und Frühlingszwiebeln nach und nach zugeben und durchschwenken. Kielistreifen und Garnelen zugeben und 3 bis 4 Minuten mitbraten. Bambussprossen, Sojakeimlinge und abgetropfte Glasnudeln unterheben. Nach Bedarf mit Sojasauce und Sambal Oelek würzen. Zutaten für 4 Personen Tagliatelle, ein gut Frühlingshofei, ein gut Frühlingshofeigelb, ein Prise Kant Eseljodsalz, 1 TL Lockkäse, italienisch Mädels Olivenöl extra. 150 Gramm Biotrend Bio Weizenmehl Alternativ, 400 Gramm Combino Tagliatelle Tomatensoße, 1 EL Zwiebelwürfel 1/2 TL zerdrückten Knoblauch. Lockkäse italienisch Mädels Olivenöl extra zum Braten und Würzen eine Dose, 240 Gramm, Nustia Shell Tomaten 1/2 EL Tomatenmark 4 reife Roma Tomaten.
Kant Esel Jodsalz Kanier Pfeffer an der Mühle 1 EL Basilikumblätter, fein geschnitten 250 Gramm La Caldera Grönland Garneln. Für den Nudelteig Eier mit Salz und Olivenöl gut verrühren, Mehl zugeben und zu einem festen Teig kneten. 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen, danach auf einer Nudelmaschine zu den gewünschten Tagliatelle drehen. Zum Servieren in kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten al dente, mit Biss, kochen, in Eiswasser kurz abschrecken, auf ein Sieb schütten und warm halten. Für die Tomatensoße Zwiebeln und Knoblauch in heißem Olivenöl kurz schwenken. Schältomaten zugeben und mit dem Tomatenmark dickflüssig einköcheln lassen und grob passieren. Nebenbei die Roma-Tomaten ca. 15 Sekunden kochendes Wasser geben, in eiskaltem Wasser abkühlen und häuten. Die Mäden vierteln, Kerne herausschneiden, würfeln und in die heiße Soße. Salz und Pfeffer würzen. Heiße Nudeln auf Teller verteilen, die Tomatensoße darüber geben, Garneln auflegen und mit Basilikumblättchen garnieren. Zutaten für 4 Personen. E 250 Gramm Nudeln, zum Beispiel kurze Macaroni. Salz. Pfeffer. 250 Gramm Möhren. 300 Gramm Nürnberger Rostbratwürste. 250 Champignons. 2 EL01. Eine Packung, 250 Gramm, Soße Hollandaise. 1/81 Milch. Eine Scheibe Toastbrot 1 EL Butter. Einige Schnittlauchhalme zum Bestreuen. Fett für die Form. Zubereitung. 1. Die Macaroni in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung zubereiten. Die Möhren schälen, waschen, der Länge nach halbieren und in Scheiben schneiden und bekanntes Zeichen dehnen. Würstchen ebenfalls in dicke Scheiben schneiden. Pilze putzen. Säubern und je nach Größe halbi unbekanntes Zeichen renn oder vierteln. Artoastbrot fein zerkrünt her schmelzen. Brotbrü. Heben und über dem auf 12 lehnen. Im vorgeheizten Ofen 2 Grad Celsius Schrägstrich Umluft, 175 Grad Celsius Schrägstrich gar, ca. 13 Minuten überbacker. Ö1 in einer Pfanne erhitzen, Würstchen darin rundherum. Braun braten und herausnehmen. Möhren im Fett ca. 3 Minuten an unbekanntes Zeichen braten. Pilze zugeben und weitere 3 bis 4 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 3. Soße Hollandaise und Milch verrühren. Auflaufform fetten. Hälfte der Nudeln in die Form G unbekanntes Zeichen bein. Wurst und Gemüse darauf her unbekanntes Zeichen teilen. Restliche Nudeln darauf geh unbekanntes Zeichen bein. Hollandaise darüber gießen.